Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute nur ein schnelles Unboxing und zwar von diesem Teil. Lehmann Audio Decade Jubilee. Schaut euch das an. Hier in der, was ich auch mal sehen kann, Black Vinyl Edition. Ein, ja, ich sag mal, Hammerteil von Lehmann Audio. Und kurz zur Info vorab. Ich nutze ja schon lange den Blackcube SE2, was so die mittlere Variante ist. Und es gibt noch den Statement, was so die Einsteiger-Phonostufe von Lehmann Audio ist. Und dieser doch sehr hochwertige. Diese drei werden demnächst bei mir in einem Vergleichsvideo sein, ja, wo ihr einfach mal sehen könnt, drei Preisklassen von Lehmann Audio. Mache ich Tests, wie da der Unterschied ist vom Klang, welche Investition für euch die richtige ist und so weiter und so fort. Aber jetzt mal zu diesem Schmuckstück. Schauen wir mal. Kommt uns das Ganze entgegen. Hier noch eine kleine Broschüre. Hier geht es um die Plattentellerauflage von Lehmann Audio. Ein Dokument für die Garantie. Hier oben auf sehen wir schon das erste Teil. Wir schauen mal. Ja, deutlich länger als ich gedacht habe. Aber die Technik muss ja auch irgendwo hin, ist klar. So, also, wir sehen hier die Phonostufe mit der Einheit mit den Schaltern und unten drunter seht ihr auch die Gerätefüße von Lehmann Audio, die bei der Jubilee standardmäßig dabei sind, um optimale, ja, Abkopplung, Isolation zu bieten. Diese Gerätefüße nutze ich ja auch schon unter meinem Plattenspieler, unter meinem Verstärker. Und die sind hier serienmäßig bei dem Jubilee, nicht bei dem normalen Decade dabei. Hinten dementsprechend Anschlüsse. Weiter geht's mit dem Verbindungskabel zwischen der Phonostufe und dem Netzteil, das wir gleich noch sehen. Ein Stromkabel. Eine kleine Bedienungsanleitung. Vor allem wichtig hier die Informationen bezüglich Einstellung der Phonostufe passend zu eurem Tonabnehmer. Ein Inbusschlüssel. Und hier das zweite Teil im gleichen Format, die Stromversorgung. Das Netzteil vorne flach und schlicht, auch in diesem Black Vinyl Edition Aluminium, ebenfalls mit den Gerätefüßen von Lehmann Audio und hier hinten die Anschlüsse für Strom und so weiter. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um das Netzteil. Ja, diese zwei Geräte stehen dann so nebeneinander im Rack, Netzteil und Phonostufe. Und ja, wie gesagt, ich bin mega gespannt und finde das einen ganz spannenden Test, einfach mal drei verschiedene Preiskategorien, Phonostufen von einem Hersteller gegeneinander antreten zu lassen. Die muss ich jetzt natürlich auch eine gewisse Zeit mal einspielen und in ein paar Wochen bekommt ihr das Video dazu. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.